Aha. Toll, jetzt wird Alette eine Magierin. Wildspuren, sagt einer Jäger und weist auf einen Pfad aus niedergetrampeltem Gras. Keine Ahnung, was wieder aufstellbar, was wird unsere Mägen füllen. Eine Belohnung für die fetteste Beute aussetzen. Alle beginnen zu lächeln und verstauen die Münzen in Geldbörsen, bevor sie sich auf den Weg machen. Als der Pfad sich verzweigt, wenden sich zwei Jäger nach links. Drei von ihnen halten den mittleren Pfad für vielversprechend. Du überlegst, was zu tun ist. Den Boden nach Hinweisen absuchen. Die anderen Jäger folgen der Spur von paarigen Hufen. Vielleicht gelingt es dir, das größte Schwein der Rotte zu erlegen. Rechts entdeckst du Kaninchenspuren und vielleicht die Spur eines noch größeren Tieres. Es ist schwer zu sagen. Den Jäger nach links folgen. Die beiden Jäger, die diesen Weg genommen haben, arbeiten zusammen, um einen großen Eber zu erlegen. Sie greifen das gefährliche Tier geschickt mit einigen Pfeilen und einem Speer an. Obwohl du weitersuchen könntest, wäre es gefährlich, ihren Jagderfolg allein übertreffen zu wollen. Die anderen Jäger kehren erst spät zurück. Zwei von ihnen müssen den dritten stützen. Das Bein des Mannes blutet, aber es wird wieder heilen. Hab den anderen nicht kommen sehen, sagt einer der Jäger. Zum Glück sind wir alle davongekommen. Die beiden Jäger teilen den Gewinn. Man trinkt etwas und das verwundete Bein des Mannes wird versorgt. Später lauscht die Karawane beim Festschmaus den Geschichten der Jäger. Na, geht doch. Ruhig, Junge, ruft ein Clanmitglied, als sein Jockswagen fast auf die Seite fällt. Der gut befestigte Ostweg ist nach und nach zu einem unebenen Trampelpfad verkommen. Und weiter voran wird es immer nur noch schlimmer. Mehrere klaffende Abgründe. Du blickst zurück zu Avon, der dich ansieht und den Kopf schüttelt. Die gesamte Karawane kommt zum Stehen. Na toll. Wir werden unser Gürtel essen, bevor wir einen Weg über diese zerstörte Straße finden. Besonders mit so vielen Leuten. Und wer weiß, wie weit wir zurückgehen müssen, um nach Norden ziehen zu können. Dann werden wir gegen Süden ziehen, durch das Flussbett des Ormsa. Wir können gegen Grunda und dann weiter nach Westen ziehen. Trigvi lugt hinter Hakons Ellbogen hervor, bevor er sich ganz zeigt. Gegen Süden ziehen ist bedenklich, diese Leute. Warum sagst du das? Vielleicht habe ich mein ganzes Leben dort verbracht. Unter Baumstämmen kann man viel zu essen finden. Aber es gibt auch andere Leute im Sumpf. Er reißt die Augen auf. Der Skalde sollte mal meine Reime hören. Das ist weg. Was ist verkehrt daran, nach Süden zu ziehen? Unterschiedliche Lebensweisen, alte Traditionen. Halte dich im Schlamm, dann sind die Kacks weniger lästig. Ich denke, dass er von den Sumpfern spricht, den barbarischen, rückständigen Bewohnern des Schwarzsumpfes. Trickwe sieht Ivar böse an. Solche Worte können dazu führen, dass du dich voller Gift aufbläst. Er pustet seinen Wangen auf und starrt Ivar an. Deshalb bleiben wir meist unter sich. Jeder Mensch ist auf seine eigene Art verrückt. Trigve krümmt sich vor Lachen, bis er plötzlich innehält, in der Luft schnuppernd davon marschiert. Seltsam, das ist eine willkommene Warnung. Wir betreten Gebiete, die meisten von uns noch nie gesehen haben. Nur weil wir die Wüter hinter uns gelassen haben, heißt das nicht, dass wir keine Kriege mehr vor uns haben. Wenn wir mehr Vorräte hätten, hätte ich vorgeschlagen, einige Tage zu rasten und diese Clanmitglieder für den Kampf auszubilden. Du überdenkst deine Optionen. Lass uns einfach nur rasten. Wir denken später über das Ausbilden der Clansmitglieder nach. Befiehlt später das Ausweiten des Lagers. Ach, Ludin will reden. Na dann. Der Prinz verhält sich noch reservierter als sonst. Du und Ivar habt gesehen, wie er in die Ferne starrt und wieder den Ring an seinem Finger dreht. Irsa steht still in seiner Nähe. Freust du dich, gegen Heimat zu ziehen? Ludin wendet sich dir zu und lächelt höflich. Selbst nach diesem Abgrund würde es dich wundern, wenn ich Nein sage. Ich dachte, du hast es, so weit von Abrang weg zu sein. Das Leben der Karawane hat mich nicht begeistert, aber es ist gar nicht so übel. Es ist sogar möglich, dass ich hier draußen etwas über das Führen anderer gelernt habe. Du, Ivar und Irsa seid verblüfft, den Prinzen so reden zu hören. Ich bin behütet aufgewachsen und wurde von Gelehrten und Kämpfern ausgebildet. Etwas anderes habe ich nie erlebt.
Wenn du so etwas sagst, machst du dich in dieser Karawane nicht gerade beliebt. Aber das ist es ja gerade. Ich habe die Unterschiede zwischen diesen Clansmitgliedern gesehen. Ich glaube, dass ich sie etwas besser verstehe. Das ist großartig, Prinz Ludin. Es freut mich, dass du so denkst, doch ich bezweifle, dass mein Vater diese Ansicht teilen wird. Irsa wird es bezeugen, mein Vater ist nicht gerade, was man offen nennt. Der König ist ein strenger Mann. Das muss er auch sein, doch sein Sohn ist seine Schwäche. Okay, kannst du mir von König Meinhof erzählen? Das kann ich, doch da gibt es nicht viel zu erzählen. Er ist König, er ist bei fast jedem Thema sehr strikt. Mit ihm zu sprechen ist wie Befehle entgegenzunehmen. Ehrlich gesagt gibt es überhaupt keinen Unterschied. Dasselbe dachte ich auch über meinen Vater manchmal. Es geht nicht darum, dass ich sein Sohn bin. Du wirst sehen. Könige müssen oft schwierige Entscheidungen treffen und zu ihnen stehen. Vielleicht wirst du eines Tages verstehen, warum. Ich weiß. Doch ich glaube nicht, dass er viel hält von meinen Ansichten zum Umgang mit dem niederen Volk. Wie möchtest du genannt werden? Wir sind alle Menschen, Prinz, selbst du. Du hast eine charmante Art, mich Demut zu lernen. Irsa rollt die Augen. Sei so offen für deinen Vater, wie du dir wünschst, dass er für deine Ideen offen ist. Das ist etwas, das ich noch nie erwogen habe. Ich werde darüber nachdenken. Als Prinz Ludi und Irsa fortgehen, bemerkst du, dass Ivar dich beobachtet. Was? Seit wann hast du so weise Ratschläge? Seit ich anfing, dir zuzuhören. Bei den Göttern auch bloß nicht diesen Fehler. Ihr beide tauscht ein Lächeln aus, bevor ihr auseinandergeht. Okay. Kann es sein, dass Alette ihn ein bisschen um den Finger gewickelt hat, den guten Prinzen? Mal schauen. Dann komm rein und lass ihn Augenschein nehmen, sagt Sven, der Ausbilder. Was kannst du mir beibringen? Du kannst dich um dich kümmern. Gut, aber was ist mit den anderen Kämpfern, sagt Sven. Hast du schon mal jemand mit einem Wal und einer Bogenschütze in die Falle gelockt? Du denkst darüber nach, was er gesagt hat. Bist du bereit für eine Herausforderung? Natürlich. Dann beginnen wir, ruft Sven. Jetzt bin ich mal gespannt. Was meint er mit Falle? Ach du Scheiße. Bewege einen Feind mit Rambock und einen Pfeilregen. Oh. Alrighty then. Sorgen wir erstmal dafür, dass es etwas weniger werden. Wir müssen mal schauen, wie das gehen wird. Ja, jetzt wäre es schön, wenn wir da stehen würden oder so, aber nö. Dann versuchen wir es mal so. Ach gut, der geht dahin. Geht doch. Rambock plus Pfeilregen. Das war ein bisschen einfach. Okay, Robust hat es schon mal voll ausgerüstet. Schön.
Dann werden wir noch seine Rüstung ein bisschen erhöhen. So, mal schauen, was kann er uns noch beibringen? Ich habe noch nie einen Magier mit mehr Macht als Eivind gesehen, sagt Sven. Aber nachdem ich ihm eine Weile zugesehen habe, kann ich dir bestimmt beibringen, wie du wirklich von seinem Blitz profitieren kannst. Du denkst darüber nach, was er gesagt hat. Bist du bereit für eine Herausforderung? Natürlich. Dann beginnen wir, ruft Svenny. Oh Mann. Trifft drei oder mehr Feinde in einer Kette mit Lichtbogen. Du Scheiße, wie soll das denn gehen? Lichtbogen springt diagonal von Einheit zu Einheit. Mit jedem Sprung erhöht sich der Schaden. Warte darauf, dass deine Feinde sich in einer diagonalen aufstellen und triff mit Lichtbogen drei oder mehr Feinde in einer Kette. Wähle dein Ziel so, dass die Kette möglichst lang ist. Wenn du einen Feind in der Mitte einer Diagonalen als Ziel willst, entstehen zwei kürzere Ketten statt einer längeren. Alrighty then. Versuchen wir mal unser Glück. Ja, ist ein bisschen schwer zu kriegen, die diagonal zu machen. Mindestens drei oder mehr. Na dann, schauen wir mal. Natürlich läuft das so, dass es wieder keine Diagonale gibt, Mann! Okay, jetzt reicht's mir. Ja, ich muss jetzt echt fliehen hier. Natürlich rennt er zu ihm. So ein Arsch, ey. Ja. Eivind, dein Blitz ist zwar sehr schön, aber... Nee. Die Diagonal zu kriegen ist wirklich...
Horror. Los. Irgendwie schaffen wir das schon. Bogenschützinnen. Könnte? Theoretisch ist es ja auch diagonal. Mal gucken. Nee, leider nicht. Wahl sind zu fett. Könnte es klappen. Das ist nicht wirklich diagonal, aber ich habe langsam keine Hoffnung mehr, wie ich den Scheiß sonst schaffen soll. Natürlich nicht. Bar sind einfach zu fett. Geht mir auf den Sack. Warum kann Avon nicht einfach einen verdammten Zauber haben, der dafür sorgt, dass die diagonal kommen oder so? Keine Ahnung. Ah, nö. Oder warum kann das nicht als diagonal zählen, ha? Hätte er nicht einfach da bleiben können? Nur das eine verdammte Mal. Naja, jetzt bleibe ich hier. Ich wusste es. Komm her, erschlag ihn und natürlich... Ach, Quatsch, ey. Gibt's denn sowas? Er hätte doch einfach nur dorthin gehen können, aber nö. Warum auch? Ach Gott. Jetzt reicht's mir. Ja! Ach, jetzt wisst ihr auf einmal, wie man hingeht. Der Lichtbogen ist scheiße. Naja, denke mal, ich mache das offscreen nochmal und ich sage euch Bescheid, wenn ich es vielleicht mal in diesem Jahrhundert geschafft habe.